So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal ein Epilog-Booster Aftermath. Gucken wir uns mal an, Aftermath, das Set hier mit ganz vielen coolen Karten, nämlich 50 Karten auf 5 Karten-Booster runtergebrochen. Ja, spannend. Wir haben sehr, sehr coole Karten hier drin und teilweise auch sehr, sehr nice Karten. Wir haben zum Beispiel hier einen Monk-Token. Das ist nicht schlecht, ich hatte nämlich noch keinen. Danke dafür. Dann haben wir eine Karte, die ich sehr, sehr cool finde und die viel mehr Play sehen müsste. Filter Out. Für 2 blaue, ein farbloses bringen wir alle Non-Creature, Non-Land-Permanents auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und das bedeutet, wir können zum Beispiel im Mehrvolk einfach alles bouncen, mit Mehrvolks angreifen, richtig hart auf die Schnauze. Geile Karte. Sollte man mehr spielen, finde ich. Blood Out. 3 Mana Instant. Ein Spieler exiliert eine Kreatur oder einen Planeswalker, wenn die Mana-Kosten der Kreatur und oder des Planeswalkers die höchsten sind unter Kreaturen und oder Planeswalkern, die er kontrolliert. Ist ein bisschen komplizierter, ist aber tatsächlich, wenn man es einmal verstanden hat, sehr, sehr easy. Dann haben wir ein, oh mein Gott, Dankeschön. Ich liebe diese Karte. Jirina Dauntless General 2 Mana 2/2. Wenn diese Spielfeld kommt, exilieren wir den Friedhof eines Spielers. Wir können Jirina opfern, um Menschen Hexproof und Unzerstörbarkeit bis meines Zuges zu geben. So geile Karte brauche ich noch ein paar Mal mehr. Das ist ganz cool. Und wir haben Nashi, The Moon Legacy. Ein schwarzes, ein grünes, ein blaues, 3/4, Menace, Ward 1. Immer wenn er angreift, exiliert man eine legendäre Kreatur oder Ratte aus dem Friedhof und sie kriegt eine Kopie und man kann die Kreatur casten. So gut. Wirklich so gut. You still pay its cost. Aber es ist so gut. Es ist so ein cooler Commander. Und Tiny Leader. Aber niemand spielt Tiny Leader. Und wir haben ein Cosmic Rebirth. Recht hübsch. Ein grünes, ein weißes, ein farbloses. Wir suchen uns eine Sache aus. Und zwar ein permanentes aus dem Friedhof. Wenn es Mana-Kosten von 3 oder weniger hat, bringen wir es ins Spiel. Wenn es Kosten von 3 oder mehr hat, nehmen wir es auf die Hand. Und danach kriegen wir 3 Leben. Mit dem Kaltheim-Frame. Spannend. Ja, sehr, sehr cooles Booster. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde die Booster ein bisschen schwierig, weil sie ähnlich wie die Promo-Packs, die Videos sehr, sehr schnell sind und wirklich sehr kurz sind, was mir immer ein bisschen leid tut. Auf der anderen Seite hoffe ich, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.